Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Let's Play Marvel Avengers Alliance 2. So, wie angekündigt, machen wir jetzt die Special-Episode. Ich habe sie schon einmal aufgenommen, allerdings gab es da Probleme mit Fraps und deswegen muss ich das Ganze nochmal von vorne machen. Wir gehen auf Spähen. Weil ich die Mission abgebrochen hatte, haben wir jetzt auch nur noch 48 Marken und keine 60 mehr. Ist aber auch egal, wir kriegen das trotzdem hin, hoffe ich doch mal. Das ist unser Dream-Team und wir starten jetzt. Ja, es sieht folgendermaßen aus, wenn ich am Tag mehrere Aufnahmen mit Fraps gemacht habe, dann ist es egal, wie viel Platz ich auf der Festplatte noch habe. Jedes Mal, wenn die Aufnahme läuft, ruckelt es unerträglich und wenn ich die Aufnahme unterbreche, geht es flüssig. Und ich habe bis jetzt noch keine andere Lösung dafür gefunden, außer, dass ich den PC zwischendurch mal neu starten muss und dann ist es gar kein Problem mehr. Deswegen versuchen wir das mal auf ein neues. Und lasst uns mal überraschen, ob wir diesmal in der Lage sind, alle fünf Wellen zu überstehen. Am besten ruckelfrei, bitte. Hier haben wir jetzt Hydra-Gegner. Und wir machen gleich mal, nein, nicht Mikrowellenimpuls, wir machen erst einmal unseren Fernkampfangriff verstärken. Perfekt. So, und Luke Cage soll bitte mal den kompletten Schaden auf sich ziehen, damit der gute Vision weiterhin konzentriert bleiben kann als Scharfschütze. Dasselbe gilt natürlich auch für Hawkeye mit seinem Säurepfeil. So, einer ist tot, zwei haben knapp überlebt. Aber Luke Cage ist da und jetzt machen wir Mikrowellenimpuls. Grandios. So, bleibt nur noch Luke Cage übrig. Wir sagen, bitte greift mich an, damit wir das Ganze kontern können. Zack, kostenloser Angriff und das war's für den ersten Gegner. Und auch damit für die erste Welle. Holla, die Waldfee, der ist mächtig, ein Flammenwerfer-Typ. Wir machen gleich mal Säurepfeil auf alle beide, denn der eine ist schwach für diesen Angriff und außerdem schwächen wir damit deren Verteidigung. So, dann greifen wir nochmal an mit Luke Cage auf B, bitte. Und halten Schutz aktiv, während der uns angreift, kontern wir gleich wieder mit einem Angriff unsererseits. Gegner ist verprügelt, wir machen Mikrowellenimpuls auf alle beide. So, das war's für den einen. Hoffen wir mal, dass Luke Cage... Oh, der macht Flächenschaden auf alle. Und Luke Cage brennt außerdem noch. Den sollten wir gleich auswechseln. Ich hoffe mal, dass er noch diese Runde überlebt. Die Gegner sind echt viel stärker, als ich dachte gerade. Letztes Mal, als die Aufnahme abgeschmiert ist, waren die Gegner viel, viel, viel einfacher. So, vermutlich wird Luke Cage jetzt sterben, wenn wir Pech haben. Denn A und B sind jetzt dran und beide werden Luke Cage angreifen. Ja, das war's leider für ihn. So, wir wechseln gleich mal She-Hulk ein. Es ist tatsächlich komplett... Oh mein Gott, wie stark war das denn bitte? Völlig overpowered. Also vorhin, muss ich sagen, war das viel, viel einfacher. Da war das ein ganz normales Verbrechersyndikat. Und einfach nur irgendwelche normalen Gangster, die haben wir da weggeprügelt wie nichts. Allerdings musste ich eben, wie gesagt, die Aufnahme unterbrechen, weil es so gehangen hat. Und jetzt, bei diesem Versuch, sieht das viel schwieriger aus. Es läuft viel schlechter für uns. Und das ist erst Welle 2 wohlgemerkt. Vermutlich müssen wir ein paar ISO 8 einwerfen oder noch ein paar Level holen, damit das grundsätzlich einfacher wird. Denn es kann nicht sein, dass jedes Mal, wenn wir das hier starten, dass wir dann hoffen müssen, dass schwache Gegner kommen. Alter Schwede, ey, die haben doch einen Schaden. Das gibt's nicht. Wir haben keine Leute mehr. Übrigens gab es das letzte Mal hier einen Zwischenboss. Und dieses Mal gibt es hier wohl keinen Zwischenboss. Dafür sind die Gegner an sich unheimlich stark. Also ich hätte viel lieber einen Zwischenboss gehabt. Dafür sind die Gegner ein bisschen schwächer. Guckt euch das mal an, ey. Das ist doch krank. So, wir greifen mal hier an. Zack, Gegner ist verwüstet. Der regt sich auf. Anscheinend muss Hulk jetzt die ganze Arbeit machen hier. Ist auch noch resistent. So, Welle 5, die letzte Welle. Und wen haben wir da? Auch noch Strucker. So, dann greifen wir mal an mit Säurepfeil, auch wenn er resistent ist. Und Hawkeye fängt noch mal einen Angriff ab. Und jetzt liegt alles an Hulk, der übrigens ganz nebenbei noch verwundet ist. Ich glaube, das werden wir nicht schaffen hier an der Stelle. Von dem Schaden her, den wir gerade kriegen, nein, definitiv nicht.
Alter Schwede, ist das lächerlich, ey. Ach du Scheiß. Und er ist wieder dran. Das gibt's doch nicht. Also wir können jetzt hier für 5 Gold nochmal versuchen oder aufgeben. Ich würde sagen, wir geben einfach mal auf. Ja, aufgeben und versuchen das gleich noch einmal. So, ihr seht, das hat uns jetzt wieder was gekostet. Ich hätte es am besten mal so lassen sollen, so wie es vorhin war. Dann hätten wir es bestimmt geschafft. Also wir hatten das sogar geschafft. Ich habe es aber trotzdem abgebrochen, weil ich das so nicht... ich wollte es euch komplett zeigen. Ich wollte es so nicht lassen. Leider ging diese Idee nach hinten los, weil ich mir dachte, komm, dann bezahle ich halt mal diese 12 Marken und nehme das Ganze nochmal komplett neu am Stück auf. Und da kommt sowas dabei raus. Und ihr seht, wir haben sogar eine Energierüstung hier. So, Luke, nimm mal ein bisschen Schaden auf dich. Sehr schön, Hawkeye, mach gleich mal Säurepfeil auf alle beide. Es sind wieder Hydra-Gegner. Hier haben wir sogar gleich den ersten Boss. Vorne hatten wir keinen Zwischenboss. Dafür generell unheimlich starke Gegner. Es ist wirklich immer 100% komplett random, was dabei rauskommt, so wie es scheint. Aber diese Gegenstände, die wir kriegen, sind relevant dafür, dass wir unsere Charaktere entwickeln können. Und ich glaube, damit werde ich zukünftig noch meinen Spaß haben hier mit dieser Art. Mist, ich sollte auf Kontern gehen, aber gut. Also mit diesen Spähmissionen werde ich zukünftig auch viel, viel Spaß haben. Offscreen dann natürlich. Nur, dass ihr jetzt mal seht, was uns hier so erwartet. Gegner ist verwüstet. Und ihr merkt schon, Hawkeye ist generell ziemlich stark, weil er Isos drin hat. Und ich sollte langsam mal anfangen, unsere Charakteren Isos zu verpassen. So, wir machen mal einen Mikrowellenimpuls. Während wir hier weiterhin kontern mit Luke Cage. Und dann machen wir noch einmal Klassenvorteil verwüsten. Das war's für ihn. Sehr schön. Anscheinend kommen hier auch immer wieder per Zufall Bosse. Bei meinem ersten Durchgang, wie gesagt, war es tatsächlich so. Der hier ist extrem mächtig. Obwohl die alle eigentlich viel zu stark sind. Also das muss man echt mal sagen. Die haben echt einen riesen Schaden, diese Leute. So, jetzt guckt euch das mal an, wie viel Schaden die machen hier. Wir kriegen wenigstens einen kostenlosen Konterangriff. Alter Schwede. Und jetzt B nochmal, ein Flammenwerfer-Typ. Unglaublich. Wir müssen Luke Cage auswechseln, allerdings sind die anderen vorher nochmal dran. Bevor wir irgendwas machen können. Ich glaube, das war's. Ja, das war's schon wieder für Luke Cage. Das so, wir wechseln mal Hulk ein gleich. Und machen noch einmal... Flächenangriff. Sehr schön. So, hier müssten wir leider aufladen. Aber dafür sind wir wenigstens fit für die nächste Welle. Und versuchen es noch einmal mit diesem Angriff hier. Wenn wir es dann wieder nicht schaffen sollten, dann haben wir keine andere Wahl. Dann müssen wir leider die ersten ISO 8 reinstecken. Was haben wir denn hier? Wir treffen die auf Gegner, die wir vorher noch nie gesehen haben. Ist schneller wieder am Zug. Okay. So, wir greifen mal an. Flächenschaden auf alle beide. Zack. So, und Hulk ist natürlich schwach gegen den hier, aber wir haben keine andere Wahl. Wir müssen da durch, ansonsten haben wir nur noch She-Hulk im Angebot. So, dann machen wir mal Mikrowellenimpuls auf alle. Und er schießt Raketen auf uns alle. Oh mein Gott, dieser dieser Explosionsschaden, das ist doch lächerlich. Absolut lächerlich. So, greif mal den nochmal an hier. Zack, ich hoffe, der blutet. Nein, der blutet nicht. Dann machen wir doch mal hier Bolas auf alle beide. Sehr schön, diese wenigstens schon mal gestorben. So, ja, wir greifen mal an mit Phantomschlag. Und jetzt guckt euch das mal an, wie oft der wieder dran ist jetzt. Und gleich wieder. So, wir greifen mal an mit Säurepfeil. Sehr schön, Gegner ist ungeschützt. Wir können nicht Hulk und Vision auswechseln. Mal schauen. Ja, wir müssen uns entscheiden. Ich würde mal sagen, ich überlasse lieber Hulk überleben. Der ist stärker als Vision. Okay, gut. Es ging nicht anders. Und jetzt kommt Hulk auch wieder rein. Unglaublich. So, wir greifen mal an. Gegner ist natürlich resistent. Also ich glaube, das können wir ja auch schon wieder völlig vergessen.
Ich hätte das erste Mal tatsächlich durchgehen lassen sollen. Hulk Smash! So, wenigstens blutet er. Und das war's für Hulk. Und She-Hulk ist auch tot. Also, dass das beim zweiten, beim dritten Mal so brutal wird, hätte ich nie im Leben gedacht. Nie im Leben. Und wir haben noch zwei Wellen vor uns. Und dann noch die beiden hier. Alter Schwede. Gut, wir geben nochmal auf. Und dann versuchen wir es gleich wieder. Ich würde mal sagen, wir gehen mal ganz kurz auf die Helden hier. Und schauen mal, ob wir nicht irgendwie unsere Helden mit ISO 8 ein bisschen aufrüsten können. Ihr seht das hier? Also im ersten Mal ging es wirklich kinderleicht. Da bin ich hier durchmarschiert wie nix und hab mir nichts dabei gedacht. Und dann kommt sowas dabei raus. Also wenn wir jetzt zum Beispiel sowas hier reinstecken bei Luke Cage, kriegt er mehr Präzision, mehr Ausweichen. Und außerdem Debuffs widerstehen. Ich möchte gerne, dass jemand wie Luke Cage etwas bekommt, was ihn heilt. So, wenn wir nämlich sowas geben, regeneriert langsam Gesundheit, Verjüngung. Dann kriegt er Ausweichen, Tempo, Gesundheit, Angriff. Und damit kriegt er Verteidigung auch noch mal oben drauf. Und wenn wir beides reinkloppen, dann kriegt er Verjüngung. Er kriegt zwar diesen Bonus hier nicht. Grün, ja gut, er müsste grün und was macht denn das hier? Das Grüne? Achso, Debuffs widerstehen ist das, okay. Grüne geben Gesundheit. Gehen wir mal kurz raus. Und schauen mal, was Vision so gebrauchen könnte. Ausrüsten. So, Lila. Was hat denn Lila? Okay, hier kann schon ein bisschen mehr rein. Wir gehen mal hier kurz auf Lila. Da haben wir Sachen wie zum Beispiel mehr Ausweichen, mehr Tempo, mehr Angriff, mehr Gesundheit. Ach so, plus nochmal extra, weil es passender Slot ist. Verstehe, dann wird das so angezeigt. Stellt Gesundheit langsam wieder her. Ich möchte, dass Luke Cage geben. Ich möchte, dass Luke Cage etwas bekommt, was Gesundheit wiederherstellt. Auch wenn das momentan nicht passt von den Slots her. Wir gehen mal hier auf Grün und schalten mal nur Grün frei. Und wir sehen, hier ist nichts, was irgendwie... Was ist das hier? Blau, glaube ich. Ja, genau, das hier. So, was macht das? Extra Verteidigung, aber extra viel extra Verteidigung, weil es... komm, das machen wir. Wir hauen jetzt mal das hier rein. Sehr schön, er hat nochmal Bonusverteidigung hier. Und als... Ach nein, komm hier. So wollte ich das haben. Bonusverteidigung, ausrüsten, sehr schön. Kann man das eigentlich auch wieder wegmachen? Kann man die Ausrüstung wieder entfernen? Das würde ich jetzt gerne mal wissen. So. Ach ja, okay, man kann das wieder entfernen. Gut. Interessant zu wissen. Sehr schön. Das heißt also, wir müssten uns keine Sorgen machen. Wir können alles ausrüsten, was wir ausrüsten wollen. Hier haben wir noch Universelle. Aber universell ist nichts, was irgendwie heilt. Deswegen gehen wir jetzt mal, ich glaube, das war ein lilanes Ding hier. Auch wenn das hier zwar nicht in den Slot passt und wir kriegen zwar nicht die ganzen Boni, aber es heilt ihn auf jeden Fall. Darum setzen wir das hier rein und gehen auf Ausrüsten. So, mehr Gesundheit, mehr Verteidigung, alles gut soweit. Hier, ihr seht es hier, ne, wo es Plus gibt. Und außerdem heilt er sich langsam. Damit haben wir hier schon mal ein bisschen aufgetunt. Dann rüsten wir als nächstes mal ein bisschen Vision aus. Vision kann das auch gut gebrauchen. Was haben wir denn für grüne Dinger hier, die er gebrauchen könnte? Also, Angriffe können heimliche Charaktere angreifen. Braucht er nicht unbedingt. Chance, Debuffs zu widerstehen, wäre praktisch. Was ist das hier? Hält ein temporären Angriffsschub, wenn ein feindlicher Angriff verfehlt. Okay. 20%ige Chance zu widerstehen. Gut, hier ist es im Prinzip egal. Gesundheit und Tempo, was macht das hier? Das gibt Gesundheit, Ausweichen, Präzision. Okay, ich würde mal sagen, wir hauen mal das hier rein, so. Ausrüsten und dann gehen wir mal auf die Lilan. Und schauen mal, hier ist nämlich auch noch was mit einem Schild. Dann haben wir auch nochmal Chance, Debuffs zu widerstehen, sehr schön. Auch nochmal Angriff, Gesundheit und so weiter und so fort. Kloppen wir auch mit rein. Ausrüsten, grandios. So, dann haben wir das geschafft. Und dann, verstärken machen wir später. Dann gehen wir doch mal zurück auf unsere Charaktere. Mist. So, dann gehen wir noch auf, Hawkeye hat sein Zeug schon drin. Das kann auch erstmal drin lassen, glaube ich, hier. Das ist das, was wir im Tutorial-Level angelegt haben. Das ist okay, er soll ja viel Schaden machen. Und dann erhöhen wir noch mal kurz die Level unserer Charaktere. Wir gehen noch mal auf Fähigkeiten. Nee, da war das nicht. Bei Verstärken war das, Entschuldigung.
Und dann bringen wir mal Luke Cage auch auf Level 7. Denn wir brauchen hier wirklich jeden Charakter in seiner vollsten Stärke. So, als nächstes bringen wir The Vision auf Stufe 7. So, mit lilanen Teilen. Wir können hier nämlich nichts mehr dem Zufall überlassen. Und Hulk leveln wir auf jeden Fall auch noch ein bisschen auf. Denn Hulk ist hier auf jeden Fall eine Schlüsselfigur. So, mit dem hier. Und dann haben wir auch keine blauen mehr. Dann nehmen wir mal universelle. So, komm, eins reicht. Wir machen Hulk auf Stufe 6. Das muss erstmal reichen. Ich will hier noch ein bisschen sparsam sein. Für den Fall, dass wir noch andere Helden bekommen. Gute Helden bekommen. Was können wir ihm hier noch für Isos geben? Mehr Gesundheit. Weniger Schaden durch freie Angriffe. Na gut, komm, wir lassen das mal. Wir versuchen es jetzt nochmal auf diese Weise. Los geht's. Wir bezahlen noch einmal und hoffen, dass es dieses Mal reicht. Starten wir den Kampf. Höher als Level 9 können wir unsere Charaktere eh nicht bekommen. Also es muss ja irgendwie schaffbar sein. Natürlich brauchen wir auch ein bisschen Glück bei der Gegnerzusammenstellung. Ihr habt es gesehen. Okay, also wir greifen erst einmal mit Phantomschlag an. Auf diesen Gegner. Klassenvorteil, macht schon ordentlich Schaden. Dann schießen wir hier auf alle beide. Zack. Und Luke Cage zieht gleich mal Aufmerksamkeit auf sich. Sehr schön. Und hat Schutz. So, ihr seht, er regeneriert Gesundheit. Das ist der Grund, warum ich das gemacht habe. Ich habe das schon mal bei einem anderen Commander gesehen, den wir eingeladen haben. Das war aber dann tatsächlich noch, da habe ich noch keine Aufnahme gestartet. Beziehungsweise, ich glaube, das war eine Aufnahme, die mir abgeschmiert ist. So, wir schießen mal einen Säurepfeil auf ihn. Und das war's. Grandios. So, Luke Cage regeneriert zwar nicht viel Gesundheit. Und jetzt seht ihr, wir haben auch wieder diese normalen Schurken hier. Die sind tatsächlich kein großes Problem für uns. Es sind wirklich diese Hydra-Leute, die extrem sind. So, wir machen Mikrowellenimpuls auf alle. Und ihr seht den großen Schaden auf diese Gegner. Die sind echt schwächer. Jetzt laden wir unsere Ausdauer auf. Und ihr seht, wir regenerieren immer noch Gesundheit. Das ist gut so. Denn so hält Luke Cage ein bisschen länger durch. Das war eigentlich das einzige Manko, was er hatte. Dass er keine Möglichkeit hatte, irgendwie Gesundheit zu regenerieren. Dafür, dass er nämlich ein Tank ist. Zack, sehr schön. So, Welle 3. Okay, hier haben wir Living Laser. Stufe 8 ist schnell wieder im Zug. Richtet Schaden basierend auf Tempo statt auf Angriff an. Living Laser rast über das Schlachtfeld und greift Feinde in seiner Form aus reiner Energie an. Seine Treffer machen Helden für weitere Angriffe verwundbar, steigern aber auch sein Tempo, was seine blitzschnellen Schläge nur noch gefährlicher macht. Okay, wir sollten ihn schnellstmöglich wegprügeln. So, er hat einen Klassenvorteil gegenüber Luke Cage, deswegen werden wir Luke Cage jetzt auswechseln und nehmen einfach mal Hulk mit. Ich weiß, wir haben einfach viel zu viele von diesen Prüglern. Das ist das große Problem, das wir haben, letztendlich. Wir haben viel zu viele Prügler und überhaupt gar keinen Taktiker, die nämlich in der Lage sind, Vernichter wegzuhauen. Also wenn da Vernichter kommen, dann machen die genau das. Die vernichten uns aufs Übelste. Die richten uns aufs Übelste Art und Weise zu. Genauso wie vorhin bei diesem Hydra Iron Man, den wir da gesehen hatten. Und ihr seht, der Gegner ist immer öfter dran. Wir verpassen ihm einfach mal Hulk Smash. Gegner weicht aus, hat er keine hohe Genauigkeit. Dann machen wir doch mal Phantomschlag. Zack. So, wir werden auch bald Hulk wieder auswechseln müssen. Vorher verpassen wir ihn aber noch mal einen Schuss. Und das war's für ihn. Grandios, den haben wir besiegt. Welle 4. Ja, also ihr habt ja einen kleinen Vorgeschmack auf das, was ich zukünftig immer wieder alleine offscreen machen darf. Ich werde das natürlich nicht immer wieder filmen. Das ist einfach nur jetzt mal für euch. Also machen wir doch mal Hulk Smash auf jemanden, gegen den das ein Vorteil ist. Streifschuss, aber er ist verwundet. Sehr schön. Und dann nochmal Flächenschaden auf alle.
Mein Gott, wir müssen Hawkeye auswechseln. Aber vorher machen wir doch mal Mikrowellenimpuls. Perfekt. Also ihr merkt schon, ISO 8 reinzuhauen, hat sich schon jetzt schon gelohnt. Wir machen viel größeren Schaden. Wir wechseln mal She-Hulk ein hier an der Stelle. Denn ich möchte, dass Luke Cage, wenn er später kommt, 100% topfit ist. Und jetzt verpassen wir ihm mal einen normalen Wutschlag. Streifschuss, aber She-Hulk kann schon mal ein bisschen Wut aufbauen hier. Sehr schön. Und hier haben wir Electro. Natürlich, wie soll es doch anders sein? Natürlich ist er ein Vernichter, wo wir doch so stark sind gegen Vernichter. Haha. So, Bonusschaden hat echt nicht viel gemacht gerade. Machen wir mal Hulk Smash. Und hoffen, dass wir ihn wenigstens verwunden. Nein, haben wir nicht. Gut, dann verpassen wir ihm mal Angriff. Okay, jetzt sollten wir schnellstmöglich unsere Charaktere wieder austauschen. Bevor sie noch alle wegsterben. Den hier greifen wir doch mal physisch an. So, dann wechseln wir mal Hulk aus. Nein, Hulk wechseln wir doch nicht aus. Ich will ihn verwunden. Ich hoffe mal, dass wir ihn wenigstens verwunden. Nein, er weicht auch noch aus. Verdammt. Okay, aber She-Hulk... Oh Mist. Oh Mist. She-Hulk müssen wir auf jeden Fall auswechseln. Gegen Luke Cage hier an der Stelle. Und Luke Cage soll bitte gleich mal etwas Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Okay, so, wir machen wieder, wir ionisieren die Gegner, machen Bonusschaden. Und ich hoffe, dass Hulk noch ein wenig überlebt. Natürlich gehen wir in Kontermodus, was sollen wir sonst tun? Und jetzt tauschen wir Hulk schnell aus gegen Hawkeye. Er ist unsere letzte Hoffnung hier. Bei diesem Boss. Ich vermute mal, dass wir hier irgendwie erst Level 9 sein müssen, um das wirklich effektiv zu schaffen. So, dann greifen wir mal an mit Schallpfeilen. Zack. Hawkeye macht wenigstens Schaden. Und Luke Cage mit seinen kostenlosen Angriffen auch noch, so gut wie er kann. Wir stunnen ihn einfach mal. Betäubt, sehr schön. So, dann schießen wir nochmal Schallpfeile oben drauf. Denn was anderes haben wir gerade nicht. Kritischer Treffer, grandios. Und dann fokussieren wir es nochmal neu. Ich hoffe ja mal, dass er noch ein bisschen durchhält. Luke Cage soll so viel Schaden wie nur möglich auf sich ziehen noch. Okay, Vision tauschen wir jetzt aus. Das ist mir zu riskant. Für She-Hulk. Und Hawkeye greift an. Ich hätte ihm vielleicht vorher Betäubungspfeile geben sollen. Aber dann hätten wir es andererseits auch wieder schwerer gehabt bei den normalen Gegnern. Bei den Trash-Mobs. So, wir machen Bonusschaden mit dem Dropkick hier. Luke Cage heilt sich, das ist gut. Er soll bitte weiterhin im Kontermodus bleiben. Gegner weicht aus und ist gleich wieder dran. Ihr seht aber, das Verjüngen, das hat schon viel ausgemacht. Also, Luke Cage leistet die ganze Arbeit beim Tanken. Und wir greifen noch mit Hawkeye an. Und das war's, wir haben es endlich geschafft. Juhu! Streng geheime Forschung. Wir haben 3 von diesen Gegenständen hier bekommen und 2 von diesen Gegenständen hier. Weiter geht's. Und ihr seht, es gibt ordentlichen Boost Erfahrungspunkte hier. Irgendwie will das hier gerade nicht so richtig weitergehen. Sekunde, ich versuche mal gerade was. Moment. So, da bin ich wieder. Also, schauen wir gerade mal rein. Wir haben tatsächlich diese Mission abgeschlossen. Nehmen wir also gerne an uns die Belohnung. Täglich empfohlen. Und damit kriegen wir unsere nächsten 5 Gold. Grandios. So, jetzt würde ich gerne mal sehen im Inventar, ob wir auch die Gegenstände erhalten haben. Ich musste das Spiel nämlich tatsächlich eben abbrechen. Ja, sieht so aus, als hätten wir die Gegenstände erhalten. Das hier... Und davon auch noch ein bisschen was. Das ist gut so. Ich musste vorhin abbrechen. Also ich konnte nicht mehr auf Weiterklicken. Deswegen ist es auch gut, wenn ich das alles zukünftig offscreen mache. Ihr habt es gesehen. Ich gehe noch mal kurz auf Mission. Auf Spähen. Ach ja, okay. Jetzt können wir, weil wir die Mission abgeschlossen haben, noch einmal würfeln. Sehr gut.
Wir kriegen einen Bonusaspekt nochmal oben drauf. Klasse. Leute, ich habe die Sinister Six. Also was davon übrig ist, blablabla. Gut, das wissen wir ja schon. Keine Ahnung, warum das gerade kam. Jedenfalls können wir hier nochmal starten. Und wir könnten das Ganze jetzt noch einmal machen. Würde wieder 12 Punkte kosten. Ihr seht, es dauert ungefähr 2 Stunden, bis es hier nochmal aufgeladen wird. Oder bis hier ein Punkt oben drauf kommt. Deswegen kann man das hier nur einmal pro Tag quasi machen im Prinzip. Also einmal pro Tag hätte man dann quasi wieder 12 Punkte zusammen. Dementsprechend werde ich das einmal am Tag versuchen. Natürlich offscreen. Ich denke mal, das wird zukünftig auch immer ein bisschen leichter werden. Denn unsere Charaktere werden ja stärker. So, wir gehen doch mal kurz in den Laden und machen mal hier ein paar Zellen auf, nämlich die hier. Ist auch egal jetzt. Einfach, dass wir die mal weg haben. Wir kriegen eh mehr als genug von denen. Duplikat für Multischuss. Außerdem Duplikat, eine Fähigkeit von Vision. Und die Fähigkeit ist mit hoher wahrscheinlich auch wieder ein Duplikat. So, sehr schön. Okay, wir haben aber 1360 Fähigkeitspunkte mittlerweile schon. Das ist grandios. Und da werden wir immer wieder dran erinnert, dass wir hier ins PvP können. Okay, so. Eigentlich wollte ich ja eine, wollte ich diese Folge ja hinten dranhängen. Aber ich habe mir gedacht, weil das Ganze jetzt so lange gedauert hat, mache ich doch eine extra Episode dafür. Denn ihr habt gesehen, was das für ein harter Kampf war letztendlich. Und es macht uns nicht gerade leicht, dass wir drei Prügler hier haben. Das macht es uns echt nicht leicht. Ich meine, Luke Cage ist momentan ein ziemlich guter Tank, meines Erachtens nach, denn er kann kontern, er greift an, hält damit Schutz aufrecht und er heilt sich dadurch, durch diese Dinger, die er da bekommen hat, durch die Isos. Ich glaube, ich werde die aber umrüsten auf She-Hulk, denn She-Hulk hat auch eine Fähigkeit, die sie tanken lässt und sie auch noch heilt, nämlich das hier. So, komm, wir machen mal kurz so. Nein, Mist, das wollte ich gar nicht. Ich wollte hier drauf. So, nämlich diese Fähigkeit hier, die setzt sie unter Schutz und regeneriert eine große Menge Gesundheit, hat aber 3 Züge Abklingzeit. Könnte man allerdings verkraften. Jetzt braucht sie nur noch eine Attacke, die großen Schaden macht auf alle Gegner. Irgendwie sowas in der Richtung. Da werden wir mal sehen. Also wir lassen zuerst einmal Luke Cage als unseren Haupttank. Und später ziehen wir She-Hulk hinterher, weil sie sich eben selbst auch sehr gut heilen kann. Also sie ist echt, scheint ein guter Tank zu sein. Mit den richtigen Isos, die sie regelmäßig heilen, steckt sie auch bestimmt einiges weg. Momentan brauchen wir aber wirklich Luke Cage. Denn She-Hulk hat momentan nur 2 Fähigkeiten. Ne, das seht ihr hier. Sie hat nur 2 Fähigkeiten. Wenn die dritte freigeschaltet ist, ist es gut so. Dann können wir sie auch eher offensiver einsetzen, aber momentan nicht so richtig. Also sie und Luke Cage müssen sich da ein bisschen mit dem Tanken abwechseln. Da lasse ich mir noch was einfallen. So, ich hoffe, euch hat diese Episode gefallen. Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn das der Fall war. Wenn nicht, schreibt mir rein, was ich besser machen soll. Dann mache ich alles besser. Ihr seht hier, wie immer, meinen Verbündetencode. Ladet mich ein und ich setze eure Helden ein. Leider kann ich das nicht machen bei den Spähmissionen. Sonst wäre das viel, viel, viel einfacher gewesen. Hätte ich unseren guten Alex genommen, unsere Geheimwaffe, der hätte aufgeräumt. Aber das haben sich die Entwickler schon gedacht. Das soll so leicht nicht sein. Also, ihr wisst Bescheid. Tägliche Aufgaben mache ich zukünftig immer offscreen. Und dazu kommen die Spähmissionen, die ich zukünftig auch immer offscreen mache, denn es kann mal ein Erfolg werden, es kann mal ein Misserfolg sein und es kostet immer wieder viel Zeit und Mühe. Und ihr habt jetzt gesehen, wie das aussieht, es kommen alle möglichen Random-Bosse. Ja, darauf freue ich mich schon irgendwie so ein bisschen, glaube ich. Jedenfalls machen wir in der nächsten Episode weiter mit Kapitel 1, Mission 6. Und dann haben wir Kapitel 1 auch schon hinter uns. Freut euch drauf und ich freue mich auf euch. Also vielen Dank und bis dann. Tschüss.